Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Super Mario 3D World für die Wii U übrigens. Habe ich lange nicht mehr gesagt, für welches System das übrigens ist. Hätte ja auch das Super Nintendo sein können, ne? Oder die Xbox 360 Grad. Naja, jetzt gehen wir jedenfalls in die fünfte Welt. Da dürfen wir jetzt offiziell hin. Das könnte auch eine Wolkenwelt sein, so wie ich mir die komischen Steinformationen da im Wasser ansehe. Ne? Könnte auch eine Wolkenwelt sein, man weiß es nicht. Und Captain Toad ist wieder am Start. Da brauche ich wieder den anderen Controller. Aber erstmal können wir uns hier um diese Stage kümmern. Sonnenbrand am Tropenstrand. Oh, ein Strandlevel. Also irgendwie haben die Welten hier gar nichts, was... gar kein Schema. In der Wüstenwelt ist ein Wasserlevel, in der Wolkenwelt ist ein Wasserlevel. In der Wasserwelt ist ein Wüstenlevel, also das ist ganz crazy hier. Die haben sich da komplett was Komisches einfallen lassen. Wir spielen übrigens hier mit Mario. Das Spiel ist ja auch nach ihm benannt. Wird ja auch mal wieder Zeit, dass er ein bisschen mehr Screentime hier bekommt. Ist hier oben direkt ein Secret? Nee, hier ist gar nichts. Hier ist absolut gar nichts. Was ist das denn da hinten? Ist das ein Schlüssel? Und hier ist so eine Goomba-Sandfigur. Oh, hier kann man gut Punkte sammeln. Ich möchte gerne ein Koopa-Schild da reinwerfen, wenn es geht. Oh nein, ich wollte den da reinwerfen, Alter. So, und Punkte abräumen. Na komm, die letzten beiden kriegst du auch noch. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin jetzt Boomerang-Bruder oder was? Was ist das denn für eine geile Sache hier? Ah, das finde ich ja echt krass. Aber da oben war doch noch was, was ich einsammeln wollte. Und damit kann man sogar diese Dinger hier kaputt machen und wir werden mit einem Stern belohnt. Das ist echt cool. Was hat das denn jetzt hier mit diesem Schlüssel da auf sich? Das weiß ich nicht. Oh, Alter, was für eine geile Waffe. Man muss hier anscheinend 5 Schlüssel sammeln. Und dann offenbart sich wahrscheinlich der Weg zu einer Starcoin. Oder zu einem Stempel. Das ist auch möglich. Alter, man kann so viele Gegner da auf einmal mit abräumen. Hallo, ich wollte da gerne nach oben. Denn da ist doch was Tolles bestimmt. Nämlich so ein Ding da. Bei unsichtbaren Blöcken. Hallo, sammelt's auch ein, bitte. Dankeschön, das war der zweite. Und dann benutzen wir nochmal den Ausblickspunkt. Da hinten ist so eine schwebende Insel. Da ist eine Bowser-Statue aus Sand. Na gut. Also den Boomerang finde ich echt geil. Und da unten geht's rein. Wahrscheinlich soll ich da auch rein. Aber diese Gegner hier, ich möchte euch gerne mal ausschalten, denn ihr nervt schon dezent. Aua, nein, mein geiler Anzug. Scheiße, ey. Shit. Das ist jetzt uncool. Oh, boah. Alter, hätte ich mich fast noch selber umgebracht. Hier unten so ist so ein Ding. Das möchte ich eigentlich auch ganz gerne haben. Aber wie komme ich da rein, ohne mich umzubringen? Hä? Ach, von hier hinten vielleicht? Das, weil von vorne konnte man nicht rein. Vielleicht von hier hinten? Ist da ein Eingang? Aha. Guck mal einer an. Wir sind hier wieder die absoluten Analysten hier. Sehr schön. Das hat auch gut geklappt. Leider habe ich meinen Boomerang-Anzug verloren. Das war ein bisschen blöd. Und hier geht's nach unten. In der Röhre nach unten, bitte. Nach unten, sagte ich. Alter, willst du mich verarschen? Geht doch. Ach, ein Bonusleben gibt's dafür nur. Na toll, hätte ich mir auch schenken können. Das hätte ich mir auch schenken können. Oh, jetzt gehst du da trotzdem... Oh, was für eine Zeitverschwendung, Mario. Schaffe ich es trotzdem noch? Na, oh. Oh, ich habe es trotzdem noch geschafft. Und da haben wir wieder das Ding. Sehr cool, da haben wir wieder das Ding. Und da hinten ist diese sagenumwobene Schlüsselbox. Oh, was haben die sich denn hier ausgedacht? Ach, die bewachen hier so ein Ding. Diese Rugby-Crew. Und wir haben es bekommen. Und was ist das da denn für ein Panzer? Muss ich Angst haben vor dem? Ach, der gibt mir Münzen. Cool. Uns fehlt allerdings noch... Ein... Oh, wie viele Münzen der gibt? Der ist ja krank. Ein so ein komisches Schlüsselteil fehlt uns noch, um diese Box da zu öffnen. Wie lange kann ich das jetzt hier rumtragen? Ist das ewig oder was? So ein goldener Panzer? Ist natürlich schon ziemlich cool, ne? Ich trage den hier jetzt mal eine Runde spazieren und der gibt mir Geld. Oh, jetzt ist er kaputt. Traurig. So, irgendwo muss es hier noch so ein Schlüsselding geben. Ach, da haben wir es ja schon. Erstklassig. Und da ist jetzt ein... Ach, hä? Da ist nur ein Bonusraum. Okay. Ach, der führt nach hinten da wahrscheinlich. Ja, tut er. Und hier haben wir einen Checkpoint. Was? Was ist denn hier los mit dir? Was bist du denn für einer? Hm. Soll ich den Checkpoint hier einsammeln? Wahrscheinlich schon, ne? Na gut, dann sammeln wir den halt ein. Ich dachte eigentlich, das führt zu einer Starcoin. Oder zu einem Bonusstern. Ja, verbessert mich nicht immer. Oh, hier ist Plessy! Plessy! Oh, jetzt bitte nicht sterben. Obwohl, doch, wir dürfen ruhig sterben. Wir haben ja den Checkpoint.
Die Steuerung ist ein bisschen schwammig, aber das ist vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. So, schön über die Holzbrücke hier, die extra für uns angefertigt wurde. Bestimmt gibt es irgendeine geile Belohnung, wenn man hier alle Ringe einsammelt. Zumindest Sonic wäre stolz. So, dann Full Speed Ahead, würde ich mal sagen, ne? Full Speed Ahead! Und ich weiß gar nicht, wo ich hier bin eigentlich. Oh, die Brücke ist auch ein bisschen klein hier, aber kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles gebacken hier. Oh, da hinten wird es schwer und da ist der Stempel. Den möchte ich ja eigentlich gerne haben, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh nein, 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 Blessy! Oh, what the hell. Das war zum Glück gar nicht knapp. Okay, den Stempel haben wir. Schön, aber ich glaube, das geht auf Kosten der, zumindest eines Sternes. Weil irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass wir voll viel vom Level übersprungen haben. Aber da habe ich so eine ganz grobe Vermutung. Naja, toll. Na, wir machen das einfach nochmal, diese Stage, würde ich sagen. Hier ist das Ziel. Na gut. Dann können wir uns gerne hier in Richtung des Endpunktes begeben. Stirb, du Cooper. Stirb, sagte ich. Zack, und 10.000 Punkte an der Fahnenspitze. Erstklassig, wir haben den Stempel, einen Stern und die Fahne. Allerdings fehlen zwei weitere Sterne. Und, ja, keine Ahnung. Diese ganze Sammlung von den Schlüsseln, die hat tatsächlich nur zu dem Stempel geführt. Das war ja komisch. Und was ist das denn für ein Sticker? Das war ja komisch. Der sah ja lustig aus. Wir gehen dann nochmal rein. Wir gehen dann nochmal rein. Sofort. Ohne Umwege. Und ich finde das so cool, dass es so viele Upgrades in diesem Spiel gibt. Ich habe schon wieder was Neues gefunden, was ich vorher nicht kannte. Es ist genial. Es ist einfach genial. Sind das hier eigentlich Weihnachtsbäume? Das sieht so aus wie Weihnachtsbäume. Naja. Wir haben hier noch was zu erledigen. Das Business ist unfinished. Deswegen ab dafür. Mit Mario. Mit Mario. Ab geht's. Über die Schlüssel müssen wir uns jetzt ja gar nicht mehr kümmern. Das ist schon mal eine ganz coole Sache. Eine Sorge weniger. Stattdessen können wir hier schön die Landschaft genießen. Schön die Lagune. Wie sich die Sonne hinten im Dingsens spiegelt. Erstklassig. Und da hinten ist so ein komisches Loch im Ozean. Sollte ich da hin? Ist da irgendwas Cooles? Oder ist das nur Attrappe? Da ist eine Röhre. Wo führt die hin? Oh, zu so einem Bonus-Game. Ja, das ist überhaupt keine Herausforderung, wenn mir sogar die Gegner dabei helfen, das hier zu schaffen. Wahrscheinlich könnte ich sogar auch mit den Panzern das schaffen. Aber ich möchte sie lieber weghaben. Oh nein, ich sagte, ich wollte sie weghaben. Ich hoffe, das geht nicht auf Zeit. Weil... Au! Oh nein, mein schöner Anzug! Mein schöner Anzug, ey. So, und zack. Da haben wir's. Erstklassig, den Stern nehmen wir gerne mit. Sehr schön. Da haben wir den zweiten. Jetzt fehlt nur noch der dritte. Und ich habe schon eine Vermutung, wo wir den bekommen könnten. Denn wir haben hier ein großes Segment des Levels übersprungen, meiner Meinung nach. Nämlich hier oben geht das rein. Hallo? Komme ich da nicht rein? Mit einem Backflip. Aha. Oh, hier ist Toad. Der hat Sorgen. Der wird hier verfolgt von ekelhaften Käfern. Das ist wirklich ekelhaft. Da müssen wir ihn retten. Und sehe ich das gerade richtig, dass man die Schlüssel sammeln muss, um die Stage zu beenden? Hat man deswegen auch so viel Zeit? Naja, hier haben wir erstmal hier Toadie befreit. Gib mir deinen Stern! Dankeschön. Sehr cool. Aber wir können jetzt hier gar nicht die Stage beenden. Das ist... Oder kommen wir auch so in die Box rein? Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Nee, das ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Da müssen wir ja doch alle Dinger sammeln. Oh, das ist ja ärgerlich. Ah, der goldene Panzer. Vielleicht kann ich damit die Gegner hier supermäßig aus dem Weg räumen. Oh ja, die sterben mit einem Schlag von dem Panzer. Sehr cool. Sehr coole Sache. Hier oben war noch so ein Schlüsselding. Ja, jetzt muss ich mich ja daran erinnern, wo die waren. Wo die waren? Das weiß ich ja gar nicht. Ah doch, ich weiß es so halbwegs. Hier hinten war zum Beispiel ein Eingang, der uns zu einem Teil geführt hat. Oh, wenn mich hier eine Koopa verfolgt hätte, ne? Dann wäre ich ja ziemlich am Arsch gewesen. Aber die sind leider dumm. Die sehen zwar unschuldig aus, sind aber dumm. So, uns fehlen noch zwei Schlüsseldinger. Wo sind die denn? Da war nur ein Stern. Hier waren nur Münzen. Da ist ein Schlüsselding. Ist hier vielleicht auf der Palme was? Das bringt mich auf die Palme hier alles. Könnte man sagen. Hier ist jedenfalls das Ding, was ich gerne hätte. Kann ich dann ein Cooper-Ding gegenschleudern? Das wäre super. Oder ich töte einfach jemanden damit. So, kann ich euch alle wegräumen auf einem Schlag? Das wäre super. Superb wäre das. Was war das denn? Der hat ihn gar nicht weggeschleudert. Naja, egal. So, der letzte Schlüssel fehlt uns allerdings noch. Wo war der denn?
Wo war der denn eigentlich? Kann ich die Blöcke eigentlich auch selber als Katze aufmachen? Ah, kann ich. Und da ist der neue Boomerang-Suit. Sehr cool, den nehme ich gerne mit. Den nehme ich doch glatt gerne mit. Denn das Item ist episch. Guck mal, wie geil das die Gegner hier platt macht. Mit einem Schlag hier alle auf einmal. Voll gut. Hier oben war, glaube ich, das Ding, oder? Ja, da war's. Sehr schön. Damit haben wir die Box wieder geöffnet. Und können das Level tatsächlich beenden. Ich hoffe, ich falle nicht mit Plessy in den Abgrund, denn das wäre blöd. Aber zur Not ist davor ja auch direkt ein Checkpoint. Von daher brauchen wir uns eigentlich gar keine Sorgen machen. Das ist idiotensicher hier. Ich möchte aber den Katzenanzug nehmen, falls ich sterbe, dass der Boomerang-Dingsens erhalten bleibt. Denn das Item im Inventar wird natürlich nicht gelöscht, wie man weiß. So, dann ab geht's. Plessy, Bauchklatscher. Diesmal schere ich mich gar nicht um die Ringe, wollte ich gerade sagen. Aber dann habe ich gesehen, dass es ein Bonusleben gibt. Bong. Das Geräusch, wenn Plessy mit dem fetten Bauch einfach auf dem Gegner oder auf Holz landet, klingt nicht realistisch. Aber egal. Boing. Aber Plessy ist ja auch nur aufgepumpt, ne? Aufgeblasenes Ding einfach nur. So eine Planschattraktion für Kinder im Vergnügungsfreizeitbad. Hier ist der Stempel. Aber ich gehe lieber die sichere Route. Und zwar direkt hier nach unten. Jetzt nochmal das Geräusch. Achtung. Oder auch nicht. Man konnte nicht mehr springen. Schade. Na gut. Tschüss übrigens, ne? Der winkt noch zu uns. Wie süß. Kann ich dich eigentlich aufkratzen und dann explodierst du, weil du nur aus Luftballon bestehst? Nee. Wie nein? Schüttelst du den Kopf, wenn ich dich angreife? Oh, tatsächlich. Wie geil ist das denn? Das sind so richtig coole Einzelheiten. Sowas ist richtig nett. Nintendo hat es einfach drauf, super schöne Spiele zu machen, muss ich sagen. Mit so richtig viel Liebe zum Detail. So. Damit haben wir auch hier alles geschafft, was es hier zu tun gibt. Sehr schön. Sehr coole Wurst, muss ich sagen. I like it very much. Level beendet. Eigentlich hätte ich jetzt den Part auch beendet. Aber ich würde sagen, einfach nur, weil ich super gut drauf bin gerade, mache ich noch das Captain Toad Level. Das hänge ich noch hinten dran. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Deswegen muss ich den Controller einmal wechseln. Das ist der einzige Grund, weil ich das nicht am Anfang des nächsten Parts machen möchte. So, hallo, ich sagte. So. Controller wechseln, ja bitte. Und zwar das Gamepad wird benötigt. Zack, so. Der Controller wurde gewechselt. Oh, das Gamepad ist so schwer im Vergleich zum Pro-Controller. Fortsetzen, bitteschön. Und ab zu Captain Toad und die Gruselvilla. Ja, bitte rein jetzt. Keine Zeit zu verschwenden hier. Wir müssen das zocken. Die Gruselvilla, das klingt natürlich auch extrem gefährlich und ziemlich verwinkelt sieht es auch schon aus. Es gibt hier wahrscheinlich 5 Sterne wieder zu finden. Mal sehen, ob wir das schaffen. So. Ne, es gibt... Ja doch, es gibt 5 Sterne. Und jetzt komme ich direkt hier raus. Okay, wunderbar. Was ist denn das hier? Ach, da muss... Ach, das sind solche Dinger. Ich verstehe doch. Ich verstehe es. Ich hoffe, diese Blöcke kommen wieder, weil sonst... Ah, okay. Kommen sie. Wunderbar. Ansonsten wäre das ziemlich kritisch. Ah, und da muss man sich runterfallen lassen. Okay, I understand it. Hups. Dann nehmen wir halt diese Tür. Ach, da muss man sich gar nicht runterfallen lassen, wenn man noch so dahin kommt. Na dann. Oh. Ah, okay. Ich bin noch am Leben. Zwar nicht da, wo ich eigentlich wollte, aber es ist egal. So, und plopp. Sind wir schon mal hier. Oh, wie geil das aussieht mit der Lampe, ey. Hallo, du böser Bu. Oh, die Lampe sieht echt cool aus, muss ich sagen. Sei mal hier nicht. Sei mal hier nicht einfach. So, das Ding muss eingestampft werden. Oh nein, das bewegt sich einfach nur weg. Ups. Wollte ich das? War es das, was ich wollte? Jetzt kann ich hier hingehen, aber bringt mir das was? Bringt mir das überhaupt was? Ja, denn jetzt kann ich da oben hin. Aber wie bewegen sich die denn? Das wird nach oben geschoben. Und das hier? Das auch. Okay, ich hab's verstanden. Hab's verstanden, Leute. So, wir müssen uns darauf stellen und dann das hier aktivieren. Und dann gehen wir auf das andere und dann aktivieren wir das. Eine Combo, könnte man sagen. Die Kamera ist auch gerade ziemlich crazy drauf. Die bewegt sich hier wie verrückt. So, hier gibt es einen Stern zu bekommen. Aber der sieht schwer aus. Wenn man sich einmal treffen lässt, ist man im Arsch, glaube ich. Obwohl, da ist ein Pilz. Hm. Naja, lassen wir uns einfach nicht treffen. Das ist natürlich auch eine gute Option. Und ab dafür. Sehr cool. Wir sind gut dabei. Uns fehlen noch 2 Sterne. Ich sehe allerdings nur einen. Oh, da ist der andere. Wie komme ich denn da hin?
Wie komme ich denn da hin? Ah, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der verschiebt sich nämlich direkt dorthin, wo ich möchte. Sehr schön. Das läuft doch hier richtig gut und wir überziehen den Part richtig heftig. Aber das ist ein Bonus. Ein Bonus. Einfach ein Geschenk. Für treue Captain Toad-Fans, die sich das noch hier anschauen möchten. Ich mag die Levels richtig gerne. Ich weiß nicht, ob ich das Vollpreisspiel irgendwann mal kaufen möchte. Captain Toad hat es natürlich auch selber geschafft auf die große Bühne der Wii U. Hier ist der letzte Stern. Oh, und Big Boo ist auch dabei, uns zu verfolgen. Das ist gefährlich. So, aber hier der letzte Stern und damit ist die Stage beendet. Sehr schön. Captain Toad ist wieder voll erfolgreich gewesen. Alle Sterne eingesammelt. Sehr cool. Das lief doch schon mal recht gut, muss ich sagen. Sehr geile Sache. Und das nächste Mal, wenn wir hier wieder Super Mario 3D World zocken, geht es weiter in Welt 5. Einige Level warten noch darauf, von uns erkundet zu werden. Und die werden wir natürlich auch alle mit 100% abschließen. Bis jetzt läuft dieses Vorhaben ja ziemlich gut. Die nächste Welt heißt übrigens Tollkühne Trapezträume und klingt sehr gefährlich. Ich freue mich schon darauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann, Leute, und Tschüssikowski.